Riesengroß war die Enttäuschung, als zu hören war, dass statt der 528079 eine Diesellok am Zug hängt. Eine der sehr seltenen Dampffahrten nach Altenberg wären fast ganz ausgefallen, weil die 52er von Dampfplus am Tag vorher einen Triebwerksschaden hatte. Doch zum Glück konnte man die Löbauer 112-331 für die Fahrt gewinnen. Sie war im November schon einmal da. Die V100 waren bis zum Jahr 2001 Stammlokomotiven auf der Müglitztalbahn und sind noch heute gern gesehen. In der Mittagspause wird der Zug in das Ausziehgleis gedrückt.
Für die Heimfahrt wird der Zug schon einmal bereitgestellt und vorgeheizt. Die Rückreise findet dann im Dunkeln statt.